Ade, Schlüsselärger könnte es künftig heißen, mit Schlössern, die sich einfach per Fingerabdruckscan öffnen lassen. Nicht nur die Geschwister Nikolas und Andrea nutzen diesen Schrebergarten, auch Freunde gehen hier ein und aus. Da kam es schon des Öfteren dazu, dass der Schlüssel nicht auffindbar war. Wir haben mal tatsächlich bei einer Feier den Schlüssel komplett verloren. Das heißt, wir standen da, die Leute waren alle unterwegs draußen und wollten ins Haus rein und der Schlüssel war nicht aufzufinden. Wir testen das Schloss von Sorex für rund 200 Euro. Es ersetzt den Schließzylinder in der Eingangstür. Außerdem das Joyit-Fahrradschloss für 56 Euro. Es soll bis zu 10 Fingerabdrücke speichern können. Genauso wie das Vorhängeschloss von Abus für knapp 47 Euro, das am Schuppen zum Einsatz kommt. Auf dem Prüfstand die Handhabung, die Zuverlässigkeit des Sensors und die Sicherheit. Los geht's mit dem Schloss fürs Fahrrad, das für Einkäufe immer auf dem Grundstück bereitsteht. Zum Einspeichern des ersten Fingers soll dieser 10-mal nacheinander auf den Sensor gelegt werden. Das leuchtet blau. Ah, okay, das ist gut, weil wenn es fehlgeschlagen wäre, wären das 4 Signaltöne. 4 Signaltöne. 4 Signaltöne. Es braucht 3 Anläufe und buchstäblich etwas Fingerspitzengefühl. Oh mein Gott, das hat funktioniert. So, das heißt, ich bin jetzt Administrator. Nur mit seiner Bestätigung bekommen weitere Nutzer das Zugriffsrecht. Erste Probe. Ich fand es nicht so schwierig zu machen. Also wenn man erstmal verstanden hat, was man tun soll, um den Administrator einzurichten, dann funktioniert das ganz gut. Als nächstes ist das Vorhängeschloss an der Reihe. Auch hier werden die Fingerabdrücke der Nutzer durch mehrmaliges Auflegen eingespeichert. 8, 9, 10. Top. Okay, es hat geklappt. Schließen. Jetzt versuch mal. Yes. Hat funktioniert. Andere Hand. Nein. Sehr gut. Kaum eine Minute dauert das Speichern eines neuen Fingerabdrucks. Beim Schließzylinder für die Tür kommt zur Konfiguration noch der Einbau hinzu. Schritt 1, Batterien einlegen. Danach können die Fingerabdrücke gespeichert werden. Finger 5-mal auf den Fingerprintsensor legen, bis der Finger 5-mal gescannt wurde. Unblocked. Und jetzt funktioniert es tatsächlich auch. Ah. Nachdem auch der Fingerabdruck von Andrea gespeichert ist, geht es weiter mit der Montage, die, wie vom Hersteller versprochen, ganz simpel ist. Der Zylinder lässt sich an beiden Enden je nach Türstärke verstellen. Das Öffnen und Schließen der Tür funktioniert ohne Schwierigkeiten. Also von der Handhabung her, Anmeldung, Benutzung für mehrere Nutzer, das ist wirklich klasse und praktisch. Mehrere Nutzer, unser Stichwort für den nächsten Test. Auch das Kamerateam hat bei allen Schlössern Fingerabdrücke gespeichert. Wird jeder einzelne davon zuverlässig erkannt? Wir starten mit dem Fahrradschloss. 10-mal hintereinander sollen es verschiedene Personen öffnen. Ergebnis, es braucht manchmal zwar einen zweiten Anlauf, ansonsten arbeitet der Sensor zuverlässig. Den gleichen Test wiederholen wir beim Vorhängeschloss. Hier hakt es anfänglich, offenbar wegen der Platzierung des Fingers. Ein paar Mal versuchen und dann hatte man die Position von dem Finger raus. Und dann hat alles wirklich wunderbar funktioniert. Der gleiche Test nun beim Schließzylinder. Hier gibt es die wenigsten fehlgeschlagenen Scans. Das Zwischenfazit? Alle 3 Schlösser erkennen die verschiedenen gespeicherten Fingerabdrücke. Und bei allen unbekannten Fingern bleiben die Schlösser in unserer Stichprobe verriegelt. Ist man also vor Einbrüchen gut geschützt? Udo Hagemann ist Experte für Sicherheitstechnik und hat sich die 3 Fingerabdruckschlösser bereits vor unseren Dreharbeiten näher angeschaut. Die Sensoren selbst zu überlisten hält er für schwierig, aber die Probleme liegen ganz woanders. Die liegen nämlich bei den Schlössern selber, die wir aber auch mit einem Schlüssel haben, die wir mit einem Zahlencode haben, den man leicht rauskriegen kann. Beim Schließzylinder lassen sich leere Batterien jederzeit auswechseln, denn das Fach und die Elektronik sind auf der Außenseite verbaut. Doch hierin liegt auch ein Problem. In kurzer Zeit gelingt es Udo Hagemann, den Knauf zu entfernen und das Innere freizulegen. Die letzten Handgriffe zeigen wir nicht, um keine Einbruchsanleitung zu geben.
Und hier liegen die Daten so frei, die Datenkabel, dass ich also auch mit den einfachsten Mitteln jetzt die Möglichkeit habe, die Tür zu öffnen. Auch beim Vorhängeschloss ist das Batteriefach ungesichert und jederzeit zugänglich. Den Einbruch zeigen wir ebenfalls nur angedeutet. Also die Schwachstelle an diesem Schloss ist einwandfrei, das Batteriefach. Man kann dort, von dort aus kommt man schon ans Schloss. Allerdings muss man sagen, es dauert relativ lange. Ein Einbrecher hat wenig Zeit. Das Fahrradschloss hat einen fest verbauten Akku. Wenn der leer ist, hilft kein Batteriewechsel. Im Notfall lässt sich das Schloss deshalb auch mechanisch mit einem mitgelieferten Schlüssel öffnen. Es gibt also ein Schlüsselloch und darüber lässt sich das Schloss in kürzester Zeit knacken. Grundsätzlich gilt, jede zusätzliche Öffnungsmöglichkeit ist auch ein Sicherheitsrisiko. Wer die Eingangstür mit einem Fingerabdruckschloss sichern möchte, sollte im Vorfeld mit der Versicherung sprechen. Vor allem darüber, was passiert, wenn doch der Sensor ohne Beschädigung überlistet wird. Natürlich kann nach einem Einbruchsdiebstahl im Einzelfall die Gefahr bestehen, dass der Kunde den Schaden nicht ersetzt bekommt, wenn er nämlich nicht nachweisen kann, dass er gar nicht derjenige gewesen ist, der sich Zutritt verschafft hat, sondern ein unberechtigter Dritter. Dieser Nachweis gelingt ihm dann, wenn er ein Produkt hat, was über einen Ereignisspeicher verfügt. Ein solcher Speicher zeichnet auf, wer wann mit dem Finger am Schloss war. Eine Funktion, die unsere drei Modelle nicht haben. Nun zum nächsten Check im Garten, wo es nicht ausbleibt, dass man sich auch mal die Hände schmutzig macht. Ein wahrer Härtetest für die Schlösser. Der Schließzylinder erkennt den Fingerabdruck trotzdem. Die anderen beiden Schlösser haben mit dreckigen Fingern ihre Probleme. An feuchten Händen scheitern alle drei Schlösser. Doch zum Glück lässt sich das Problem leicht beheben. Welches Modell war im Praxistest am überzeugendsten? Von den drei Schlossvarianten hat mir am besten die Tür-Schloss-Variante gefallen. Einfach weil die am praktischsten war. Die hat am besten funktioniert von der Funktionalität. Die war nicht so anfällig für die schmutzigen Finger, die man ja im Garten dann doch mal irgendwie hat. Die Fingerabdrücke des Kamerateams haben wir natürlich wieder gelöscht. Auch hier punktet der Türzylinder. Nur dort können einzelne Nutzer entfernt werden, müssen für den Löschvorgang allerdings noch einmal den Finger auflegen. Das Fahrradschloss lässt sich nur komplett löschen, das gleiche beim Vorhängeschloss. Und damit geht für Andrea und Nikolas das Konfigurieren wieder von vorne los. Noch mehr Verbraucherthemen gibt es hier und zur ganzen Sendung geht's hier.